Hi, in diesem Video möchte ich euch eine kostengünstige Alternative zu einem Samsung S22 Ultra vorstellen. Und zwar, Gott weiß warum, hat Samsung sich jetzt endlich entschieden, auch ein neues Smartphone rauszubringen. Das, hier haben wir es, habe ich heute in der Nachricht gesehen. Das ist dieses Samsung Galaxy M53. Es gibt ja immer dieses A53 oder A5 irgendwas Version und die M5 Version. Und die ist deswegen so wichtig, deswegen so gut, weil sie diese 108 Megapixel Kamera drin hat. Aber man sieht es hier in diesem in dieser schönen Übersicht. Sie hat diesen, wenn man hier nachschaut, die da diese 32 Megapixel Frontkamera dabei. Und das war schon immer ein Problem. Diese 32, also die Kamera, die ist normalerweise immer auf 10 Megapixel oder 8 Megapixel ausgelegt gewesen. Dadurch ist so, wenn es ein bisschen nicht ganz so hell ist oder so, dann werden die Aufnahmen sehr grieselig. Sie taugt nicht viel. Ich weiß nicht, warum sie es immer so schlecht gemacht haben. Standard sollte eigentlich diese 32 Megapixel Kamera sein. Die ist wirklich sehr gut. Deswegen, und die Kamera gibt es nur im Ultra, S22 Ultra. Also nicht im Standard S22. Und jetzt sind sie draufgekommen, dass sie dort auf jeden Fall die in dieses Modell in 32 oder in die M-Klasse das mit einbaut. Und da ist es so, die M-Klasse, die kostet ja nur, die kostet deutlich weniger. Da sind wir bei Preise von, wenn man hier mal eingebe, Samsung Galaxy M34. Das ist jetzt noch nicht raus. Samsung Galaxy M52 warmer. Gehen wir auf die Shopping-Seite. Sehen wir, dass wir hier ja schon verschiedene Geräte haben, aber das sind natürlich noch nicht die ganzen Geräte. Was haben wir hier? M53 heißt das neue Gerät. M53. So, und hier haben wir, sind wir dann bei 400 Euro. Das dürfte hier der normale Preis sein. Das hier. Und das ist jetzt wirklich eine Alternative, die ich empfehlen kann. Als erstes mal gucken wir mal nach, ob da auch diese neue Kamera mit drin angezeigt ist. Also dies müsste die hier dann sein. Und das ist jetzt, wie gesagt, eine... Ich habe lang drauf gewartet. Ich habe wirklich lang drauf gewartet, dass für einen normalen Mensch eine Kamera, ein Smartphone dabei ist, das auch eine höhere Aufnahmequalität hat, vor allem für Selfies. Ich bedauere das ja eh, dass die, wenn man so Selfies macht oder irgendwas machen will, die Kameras sind spitze. Die sind absolut spitze. Und mit diesem spitze Teil kann man auch... Macht heutzutage jeder Videos, irgendwie Selfies für YouTube, irgendein Foto und so, bla bla bla. Und dann immer die billigste Kamera drin. Und deswegen meine Empfehlung, dass ich habe lange darauf gewartet, 2 Jahre lange habe ich jetzt gesucht, hey, hallo, wer bietet denn eine höhere Frontkamera an? Das nennt sich die vordere Kamera, die Frontkamera. Kann ich nur sagen, jetzt mal als meine Empfehlung, Samsung M53 kommt jetzt auf den Markt. Nicht diese M-Klasse, die A-Klasse und nicht das Galaxy, braucht es dann gar als Galaxy S, braucht es dann auch eine Klasse, Superglas, sondern M53 als Empfehlung.